Hey Leute, willkommen zurück bei Fallout. Es war doch der Musikkatalog. Oh, wie habe ich... Ach, das ist doch... Es ist doch eine Schande. Passwort eingeben. Naja, besser spät als nie. Passwort eingegeben. Entschlüsselung wird durchgeführt. Entschlüsselung abgeschlossen. Lade das... Ich hab's nicht gelesen. Handbuch. Mit diesem Holoband kannst du die Audioinhalte wiedergeben, aufnehmen und übertragen als Text aus. Wenn du ein drahtloses Funkgerät besitzt, kannst du von mehreren Terminals aus auf deine Musik zugreifen. Perfekt für Partys oder Treffen mit Freunden. Super. Okay. Jetzt habe ich es doch nicht gelesen. Lade das in das Terminal des Sendeturms. Ah, okay. Ah, okay. Gut. Gut, 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 gut. Gott sei Dank haben wir die Questübersicht. Könntest du nicht solche Geräusche machen, Nick? Ich habe jedes Mal eine... Ah, mein Herz. Mein Herz verträgt das nicht. Naja. Okay. Dann. Auf nach Charlestown. Zurück ins Ödland. Ich habe angefangen, die Serie zu schauen. Fallout. Gefällt mir bisher ganz gut. Ich weiß nicht. Hat jemand gesehen von euch? Also, man hat sich extrem Mühe gegeben, dass wirklich das Spiel wiedergeht. Also auch mit den Stims und dem Buffer, oder dem Jet besser gesagt. Die Raider sieht echt super aus. Also es ist mit sehr viel Liebe zum Spiel verknüpft. Oder es wirkt zumindest so. Man sieht mal einen Brahmin und es ist nicht einfach so. Also es ist nicht, es wirkt nicht. Als wäre es einfach so eine Alibi-Übung, sondern es scheint wirklich, als hätte man sich da Mühe gegeben, dem Spiel gerecht zu werden. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich gut. Aber ich bin erst bei Folge 2 oder so, also, ja. Von daher, ich denke, da wird noch ein bisschen was kommen. Bewegen wir uns auf die Schüsse zu, oder? Einfach wiederkommen, was? Worauf schießt du, mein lieber Nick? Verdammt! Warte. Warte. Ich hör's doch. Oh, verdammt. Leuchtender Mutantenhund. Da kommt er! Verdammtes Vieh. Okay, warte. Wo ist der Typ, der tickt? Wo ist der Tickende? Ich hör's nicht. Ja, wartet. Naja, okay, gut. Dann lasst uns töten. Primus? Komm her, Primus. Ja, Primus, komm doch. Dann mutier doch. Ja. Was zur Hölle? Oh, verdammt! Nein! Oh, das wird jetzt knapp. Naja, okay, gut. Warum lebst du noch? Primus! Hör zu! Könntet ihr euch entspannen hier? Alter, was zur... Es reicht! Es reicht hier, Primus! Komm her! Was? Warum treffe ich dich nicht? Komm jetzt! Ich sagte, es reicht, Kimi. Und jetzt, was willst du jetzt auch noch? Super Mutantenmeister, was soll das? Wo bin ich hier gelandet? Alter! Hey, jetzt auf!
Ey! Das ist ja zum. Es ist zum Verrücktwerden! Komm schon! Yes! Okay, du da oben, du gehst mir richtig auf den Nerven. Na, das ist doch zum. Das ist doch zum Verrücktwerden hier. Alter, wie viele von euch gibt's denn? Nicht den erwünschten Schaden. Alter! Ey! Es reicht, sagte ich! Ich treffe gar nicht. Okay, 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 beruhig dich jetzt. Komm jetzt! Was zur... Oh, ich hasse dich so... Ich hasse dich so sehr. Zack! Natürlich treffe ich dich nicht. Der ging ins Auge! Ja, komm. Alter. Ich verzweifle hier noch. Oh, verdammt. Holy. Das war... Was war das? Was war das, Leute? Was versteckt die hier? Wo war jetzt der legendäre Trottel? Du bist nur ein Hund. Du bist nicht der, den habe ich schon. Naja. Was zu. Ich. Das ist doch. Naja, ein Arm liegt hier noch. Nee, den habe ich doch hier erwischt. Sind das nur die Überreste hier? Was ist mit dir? Oh, dich hat's ziemlich verursacht. 10 Punkte Kyroschaden. Naja, nehmen wir mit. Alles klar, Nick? Hast du dich beruhigt? Minigun. Ach. Ja, ich such's durch. Das können wir so machen. Kein Problem. Ja, das ist also. Holy! Was hast du für eine Waffe? Ey. Dankeschön. 103. Meine lieben Herren. Holy. Ein Sturmgewehr? Das ist doch sehr verdächtig. Also jetzt habe ich... So... Ey, warum hat sie hier so viele Gegner? Was zur Hölle versteckt die hier? Dann da... Ja, alles dreht durch. Alles dreht durch. Mini-Atombombe, 4 Stück. Für ein bisschen Ruhe. Für ein bisschen Ruhe, Leute. Naja, gut. Oh. John Miller? Wartet. Verdammt. Okay, ich weiß, das gehört nicht zur Quest, aber das reizt mich jetzt. Ich muss es jetzt wissen, sorry. Tagebucheintrag.
Ich habe im Anhänger alle Löcher versiegelt, die ich finden konnte, und mich vergewissert, dass alle Rohre dicht sind. Jetzt fehlt nur noch die Lüftung, aber die nehme ich mir nächste Woche vor. Shelly meint, dass wir den Kindern vom Bunker erzählen sollten, damit sie wissen, wohin sie gehen müssen, wenn etwas passiert. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das schon sein muss. Gut, die Lüftung läuft, aber der Generator macht noch Schwierigkeiten. Schaltet sich immer wieder ohne erkennbaren Grund ab, und dann funktionieren die Zuluftventilatoren nicht mehr, wodurch offenbar die Falltür vakuumsversiegelt wird und man nicht mehr aus dem Bunker kommt. Hoffentlich passiert das nicht nochmal. Sorry. Okay. Ich glaube, ich habe das Problem mit dem Generator und der Lüftung jetzt im Griff. Vorräte sind auch alle an Bord. Jetzt müssen wir nur noch warten und hoffen, dass wir sie nicht brauchen. Ich habe Shane und Kimmy vom Bunker erzählt, aber wie erklärt man 5- und 7-jährigen Kindern einen Luftschutzbunker? Sie müssen nur wissen, wo er ist, also lasse ich sie einen Reim auswendig lernen. Hinter Papas Laden steht ein umgekippter Zug. Hochklettern, reinspringen, das ist schon genug. Scheint ihnen zu gefallen. Hinter Papas Laden steht ein umgekippter Zug. Hochklettern und reinspringen, das ist schon genug. Ihr merkt euch das, Leute. Nein, nach links. Verdammt, nach rechts. Ich darf doch sehr bitten. Ja, das war... Yes! Das wär's. Super. Okay. Hinter Papas Laden steht ein umgekippter Zug. Hochspringen, reinklettern, das ist schon genug. Sehr schön. Hörst du das, Nick? Hinter Papas Laden. Jetzt ist nur noch die Frage, wo Papas Laden ist. Hinter Papas Laden steht ein umgekippter Zug. Wo ist denn Papas Laden, verflucht? Okay, wartet. Okay, wir haben hier so weggeballert. Wir dürfen uns die Zeit lassen. Wir dürfen uns hier ein bisschen Zeit nehmen. Okay, hier gibt's einen Laden. Das ist doch ein Laden. Hinter Papas Laden steht ein umgekippter Zug. Hardware. Naja. Exakt. Ja, richtig, sorry. Okay, ihr... Ey, es wird immer noch überall gekämpft. Was ist denn das hier, bitteschön? Das ist doch zum Verrücktwerden. Right away? Was nehmen wir? Right away. Okay. Oh, hier oben gibt's gut Munition, meine Lieben. Ich nehme alles mit. Okay. Nanik, alles klar. Wo wird denn noch geschossen? Wer kämpft denn? Wie doch? Ach. Okay, hinter Papas Laden steht ein umgekippter Zug. Naja. Okay. Das ist kein umgekippter Zug. Hallo, ich suche einen umgekippten Zug. Das ist ebenfalls kein umgekippter Zug. Naja, raufklettern, reinspringen. Oh, es gibt noch mehr von euch. Ja, das war okay. Oh, hi, Hündchen, bleib hier. Gut. Hinter Papas Laden. Wo ist denn Papas Laden, verflucht? Gibt's einen umgekippten Zug? Raufklettern, reinspringen. Das ist schon genug. Moment.
Moment. Nachwerten. Das ist überhaupt nicht das, was ich machen wollte. Shit. Geschafft. Naja. Ja. Na. Die Impulsgranaten, die sind schon nett. Aber naja. Okay. Das ist kein umgekippter Zug, meine Lieben. Hinter Papas Laden. Seinen umgekippten Zug. Ist das der umgekippte Zug? Das sieht eher wie ein LKW aus dem Zug. Richtig? Einen umgekippten Zug. Wobei, kann auch ein Zug sein, nicht? Naja, mit ein wenig Kreativität. Kommt schon. Wie kletter ich da hoch? Ne. Nick! Gib mir mal eine Hand. Da will ich hoch. Waren wir da? Hinter Papas Laden. Gibt's einen umgekippten Zug. Wer schießt denn hier noch? Es wird immer noch ziemlich stark gekämpft. Naja, es soll nicht unsere Sorge sein, Nick. Das ist Medex, naja, okay. Es gibt so vieles hier. Hallo? Raufklettern, reinspringen. Das ist schon genug. In Bewegung bleiben. Verdammt nochmal, ja. Er hatte dauerhaft bessere Preise. Hier sind wir echt verwundbar. Ja, wem sagst du das? Was? Was? Supermutanten-Armschutz. Naja. Könntest du... Dankeschön. Na, okay. Wo wollten wir hin? Hier. Naja, aber... Das kann nicht richtig sein. Nee, da komme ich auch nicht hoch. Nee. Dann sind wir wieder hier. Aber das ist ja kein Zug. Oder ist das ein Zug? Soll das ein Zug repräsentieren? Okay, wir sind oben. Wir sind oben. Raufspringen, reinklettern. Das ist schon genug. Okay, wer sieht hier einen Zug? Ist das überhaupt nicht sein Laden? Wo ist denn dein Laden, du dummer Hund? Verdammt! Jetzt verballe ich hier wieder zu viel Zeit für das Zeug. Sind das die Überlebenden? Die haben einen Hund dabei. Okay. Hinter Papas Laden steht ein umgekippter Zug. Also es würde ja schon Sinn machen, hier auf einem Schrottplatz einen umgekippten Zug. Aber... Puh. Also beim besten Willen, ich sehe es nicht. Holy moly. Das war ich. Richtig? Gut. Aber nee, ich finde ihn nicht. Ich finde ihn nicht. Ich finde den umgekippten Zug nicht. Ich finde ihn nicht. Das ist der umgekippte Zug. Das ist der umgekippte Zug. Ha! Okay, gut. Okay, raufklettern, reinspringen. Das ist schon genug. Komm, ich. Nick! Verdammt. Ah, hier. Oh, das. Okay, danke. Raufklettern, reinspringen. Das ist schon genug. Okay! Yes, Baby! Dann sehen wir uns doch drin mal um. Luftschutzkeller öffnen. Die Falltür ist verschlossen. Verdammt! Wo führt das hin? Okay.
Okay, 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 okay. Dann hier nach oben. Hier rüber. Hier. Hier hin. Das hier. Aktivieren. Siehst du das, Nick? Na? Also, Leute, okay, kommt schon. Ich weiß, ich habe viel Zeit hier verballert. Aber, das war doch gar nicht schlecht. Das war doch nicht schlecht. Aber, okay, sie hatten wohl das Problem wieder, dass die Falltür dann versiegelt war. Jetzt können wir rein. Okay, die werden hier drin alle verhungert sein, richtig? Oh, was ist das denn für ein Gestank? Das sind Tote, mein Freund. Das sind Tote. Was hatte die hier? Ein Gleisgewehr? Das nehme ich mal. Einfach, damit ich etwas davon habe, okay? Ich meine, es hat sich ja nicht wirklich gelohnt. Naja. Okay, aber ihr... Sorry, dass ich euch im Tod trennen musste. Oh, verdammt. Ja, das bricht mir das Herz. Was ist mit den Kindern? Oh. Oh. Okay, das... Sorry, Leute, das wollte ich nicht. Das wurde jetzt... Oh, das wurde düster. Oh, das wurde düster. Oh, Jesus. Oh. Oh, verdammt. Oh, das wollte ich doch gar nicht finden. Oh, verdammt. Naja. Okay, Leute, mein herzliches... Oh, fuck. Das ist hart. Das hätte ich jetzt... Was hatte ich erwartet? Was hatte ich erwartet? Naja, okay, gut. Das war eine düstere Überraschung. Oh shit, sorry Leute. Hilft dabei, den Kontrollpunkt zu verteidigen. Welchen Kontrollpunkt? Ladet das FM in das Terminal des Sendeturms. Was zur... Hä? Was ist denn der Kontrollpunkt? Das will ich eigentlich gar nicht. Ah, wilde Todeskralle. Komm her, das haben wir doch im 0, nichts erledigt. Komm her. Ich sagte, komm her. Seht ihr? Das habe ich gerne gemacht. Wer seid ihr? Ah, ihr seid Railroad-Agenten. Patriot hat so viele Sünds gerettet. Was labert ihr vom Patrioten? Ich habe das Zeug hier geregelt. Okay, bekomme ich jetzt Punkte oder was? War's das? Das ist ein herber Schlag für die Railroad. Was denn? Alter. Naja, okay, wie auch immer, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Im nächsten Part schaffen wir es. Oh, ich entschuldige mich nochmals. Das war unerwartet, okay? Es war echt unerwartet. Aber so ist es halt. Diese Welt ist grausam. Sie ist grausam. Und doch lieben wir sie. Leute, bis zum nächsten Part. Und tschüss.